Nagarjunasana mit gestreckten Beinen. Ausgangsposition ist der Langsitz. Vom Langsitz ausgehend kreuze die Unterschenkel bzw. die Fußrücken. Dann halte die linke Hand auf dem Oberschenkel in der Nähe der Geschlechtsorgane, sodass die Handfläche dein Geschlechtsorgan und verdecken würde, wenn du nackt wärst. Dann gib die rechte Hand über die linke und gib die rechte Hand an die Außenseite des Oberschenkels. Diese Stellung nennt sich Nagarjunasana mit gestreckten Beinen. Jetzt, was hat es mit dieser Stellung auf sich? Nagarjunas ist ein buddhistischer Philosoph. Nach ihm ist dieses Asana benannt. Der Hatha-Yoga wurde von den sogenannten Nath-Yogis weitergegeben und die Nath-Yogis waren nackt. Wenn sie ihre Asanas geübt haben, konnten sie auch mal überrascht werden, um andere nicht zu stören, haben sie vielleicht diese Stellung der Handhaltung und der Beine eingenommen und so konnte keiner an ihrer Nacktheit Anstoß nehmen. Ob dabei jetzt auch energetische Wirkungen dabei sind, probiere es selbst aus und schreibe es in die Kommentare. Annika, Eduard und Sukadev danken dir fürs Mitmachen. Kleiner Hinweis, Nackt-Yoga praktizieren wir bei Yoga Vidya nicht, mindestens nicht in Gruppen, obgleich es die traditionelle Weise war, Hatha-Yoga zu üben.